Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Was hat es mit dem heißesten Juli seit der Aufzeichnung der Temperaturen auf sich? Wieso zweifeln so viele Menschen den Klimawandel an oder wollen ihn anzweifeln? Und wie schaut das mit Temperaturmessungen und CO2-Ausstoß und Klimageräten aus? Das sorgt auf manchen sozialen Medien oder einschlägigen Kanälen wieder mal für Aufregung und vielleicht die eine oder andere Verschwörungstheorie. Und um zu sagen, wie es ist, haben wir heute Hans-Peter Hutter, den Umweltmediziner und Public Health Experten, zu Gast. Und ich freue mich, ihn hier begrüßen zu können. Danke auch für die Einladung. Schönen guten Abend. Und viele kennen Sie ja auch aus der Corona-Zeit, viele kennen Sie aber auch schon davor und danach, weil Sie sind ja nicht als Corona-Experte auf die Welt gekommen. Sie sind schon, ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber schon ein paar Jahrzehnte in dem Job und Sie sind ja eigentlich Umweltmediziner. Und da geht es natürlich auch stark um Klima, weil das die Menschen angreift. Es gibt jetzt, man beobachtet seit einiger Zeit, jetzt auch Verschwörungstheorien rund um Klimawandel, Nicht-Klimawandel. Fangen wir mit den einfachsten an, nämlich dem, was die Menschen dauernd sagen. Naja, was habt ihr dauernd? Das war immer schon heiß im Sommer und es regnet eh draußen oder es ist eh kalt und es hat eh nur 18 Grad und Klimatote gibt es gar nicht. Ja, das ist schon mal eine Menge, was da gesagt wird. Also beginnen wir damit, dass natürlich es heiße Sommer gegeben hat. Ja. Es gab auch heiße Tage. Das Problem, das wir haben und das sich halt abzeichnet, und da bin ich ja nicht allein nicht da, sondern es sind eben Klimatologen, die das feststellen und Meteorologen, die sich mit verschiedenen Methoden eben annähern, ist das, dass dieser Anstieg dieser extremen Hitze, auch was die Intensität anlangt und die Anzahl der Tage, wo es einmal mindestens 30 Grad hat, dass das einfach dichter geworden ist. Und wenn man jetzt eben bestimmte Szenarien sich anschaut und in die Zukunft legt, dann sieht man eben, dass diese Tage zunehmen, dass wenn es zu Hitzewellen kommt, Hitzeperioden, dass die halt auch an Intensität zunehmen und dass die Dauer von diesen Hitzewellen auch zunimmt. Das, was insgesamt ein Problem ist, auch mit diesem Hin und Her, es gab Eiszeiten und es gab Warmzeiten, ist, dass der Anstieg und dass dieser Temperaturanstieg auch über die Oberfläche jetzt gesamt global sehr rasch ist. Das heißt, es dauert jetzt nicht Hunderttausende von Jahren, sondern es ist in wenigen Jahren ein enormer Anstieg zu verzeichnen. Also wenn man jetzt vor 30 Jahren gesagt hat, und so alt ist ja das schon mindestens her, dass man sich mit diesem Thema beschäftigt, hat man gesagt, okay, wir machen eine Prognose und schauen, und sind unsere Modelle gut oder schlecht? Und wenn man jetzt einmal 30 Jahre später diese Modelle anschaut und auch drüber legt, was man jetzt messt hat, so falsch waren die Modelle damals auch schon nicht. Jetzt haben sich die Modelle, und wie man das immer anschaut, auch in die Zukunft verbessert. Und jetzt müssen wir mal einfach einmal die Tatsache ins Auge sehen, dass das, was wir heute haben, nicht mit dem zu vergleichen, was vor 50 Jahren war. Da waren die Temperaturen anders und da kann sich jeder, glaube ich, auch wenn man jetzt Wiener Temperaturen hernimmt oder andere, überzeugen, man muss sich nur einmal die Messdaten der Hohen Warte anschauen. Also das sind Messungen, die im Schatten, und das war ein wichtiger Punkt, wenn man sagt 30 Grad, 32 Grad, so sind das Schattenmessungen und nicht, dass man, ja, muss man dazu sagen, weil es wird absolut oft nicht verstanden, aber was 25, 28 Grad Lufttemperatur bedeutet, heißt nicht, dass ich das auch so wahrnehme. Da kommt es darauf an, was für Luftfeuchtigkeit, was für Einstrahlung ist und so weiter. Also da kann man sich aber überzeugen oder anschauen, wie viele Tage es in Wien vor 30 oder vor 50 Jahren gegeben hat, die über 30 Grad haben. Das waren ganz, ganz wenige im Vergleich zu heute. Aber Kunst wie Katscht, ganz wesentlich ist, dass wir eine Situation haben, die eben eine gewisse Aufmerksamkeit braucht. Das bedeutet nicht, dass man jetzt sagt, okay, die Welt geht unter, das wird sie nicht, definitiv nicht. Aber es geht darum, dass wir eine Gesellschaft sind mit vielen Menschen, die einerseits mehr hilfsbedürftig sind, andere sind super fit und denen ist das alles egal und das ist hervorragend. Aber wir sind in einer großen Gruppe. Und da geht es auch medizinisch immer darum, dass man diese sogenannten vulnerablen Menschen schützt, auch vor der Situation heute, beziehungsweise schaut, dass es halt nicht schlimmer wird, sodass unsere Kinder nicht noch mehr darunter leiden.
Also da geht es eigentlich um, ja, um Sorge für seine Mitmenschen, selbst wenn man weniger betroffen ist. Gut, Sie wissen, dass das in manchen Kreisen ist, geht man offenbar vom Survival of the Fittest aus. Und ja, das Survival of the Fittest, das ist halt dann eher, ich sage, aus meiner Sicht jetzt ethisch nicht vertretbar, wenn wir als Ärzte und Ärztinnen für Menschen da sind, die nicht nur die Fitten sind, sondern genau diejenigen, die eigentlich leider Gottes eben nicht so ein Glück haben wie andere. Mhm. Es geht auch um ein bisschen ein Mitgefühl für Leute. Und wenn es auch zum Beispiel heißt, naja, was soll das mit 25 Grad? Das ist jetzt auf einmal ein Problem. Ich muss sagen, ein Sommertag ist ab 25 Grad bis 30 Grad. Mhm. Und ich denke, wenn man ein bisschen einmal auch gewissermaßen eine Arbeit hernimmt, die im Außenraumbereich ist, man nimmt 29 Grad her oder 28, egal, also über 25 Grad, so ist es eine Beeinträchtigung. Nicht, dass es jetzt einen hohen Schadenspotenzial gibt, aber man ist doch beeinträchtigt in dem Sinn, dass man seine Leistung nicht mehr so abliefern kann wie bei gemäßigten Temperaturen um die 22, 23 Grad. Wichtig ist, dass es nicht nur diese Temperatur ist. Ich glaube, das ist noch immer nicht ganz durchgekommen. Mhm. Es geht nicht um die Lufttemperatur. Wenn es heißt jetzt im Radio, es hat heute 27 oder 28 Grad, so ist es eine Schattenmessung. Was medizinisch oder auch von der Wahrnehmung her ein wichtiger Punkt ist, dass diese Luftmessung ja das eine ist, aber es kommt Luftfeuchtigkeit, es kommt, geht der Wind oder nicht. Ich meine, das muss ja jeder mal schon mal mitgekriegt haben. Bei einer feuchten, hohen Luftfeuchtigkeit sind 28 Grad oder 27 Grad sehr unangenehm. Das ist halt einfach so, wenn jetzt auch die Sonneneinstrahlung dazukommt. Von daher weiß man, dass eben schon die Sommertage gewissermaßen auch die Leistungsfähigkeit in unserer Gesellschaft herabsetzt und beeinträchtigt. Es werden eben nicht nur die Hitzetage mehr, auch die Sommertage, und dann gibt es noch Tage, die über 35 Grad sind. Mhm. Auch die werden mehr. Das vertragt einer mehr, eine andere weniger. Mhm. Von daher braucht es eben eine umfassende Sicht und nicht nur sagen, mir ist das alles wurscht. Ich lebe dort und da, ich muss zum Beispiel auch nicht arbeiten bei diesen Temperaturen, sondern genau. Sitze zu Hause und mache irgendwas. Es ist vielleicht auch ein Unterschied, ob man irgendein Landhaus in der Steiermark hat oder am Strand in Jesolo. Ja, zum Beispiel, dann wird man das wahrscheinlich anders. Es ist ganz anders. Ja. Aber von daher, es geht ja darum, dass man eben medizinisch gesehen eben nur Deutschland, die eigentlich denen es gut geht und die halt Randbedingungen haben, die okay sind, sondern es geht um viele andere. Was da definitiv oft ein bisschen unter den Tisch gekehrt wird, ist beispielsweise, dass es Menschen gibt, die Rückenmarksverletzungen haben. Da gibt es ja welche. Und da ist die Fähigkeit des Schwitzens herabgesetzt. Mhm. Es gibt Menschen, die müssen, und vielleicht wissen das einige nicht, die müssen bei hohen Temperaturen arbeiten, bei bis 32,5 Grad. Noch einmal, eine Schattenmessung gibt es ja gar keine Regelung am Bau, die gibt es erst ab diesem Bereich. Und von daher braucht es auch für dich Verständnis, dass das nicht lustig ist und dass man sich um die kümmert, beziehungsweise um Menschen, die vielleicht ein Herz-Kreislauf-Problem haben oder andere Atemwegsprobleme. Es gibt Allergiker, es gibt ja viele Menschen, denen das nicht unbedingt gut geht. Mhm. Und das ist ja die Sichtweise. Etwas anderes, das Sie unlängst erklärt haben, waren die mobilen Klimasplit. Zum Beispiel, ja, gut. Ich meine, Klimatisierung wird es geben, das ist ja keine Frage. Es gibt viele Berufe, fangen wir bei dem an, wo ich mich mehr auskenne, ist im Spital, wo alte Gebäude sind, die müssen wir umrüsten. Aber da geht es auch wieder darum, wie rüste ich das um. Mhm. Es gibt gescheite Anlagen aus meiner Sicht, soweit mein technisches Verständnis reicht, und das ist sehr ausgefeilt, das ist nicht so einfach. Und da gibt es Anlagen, die weniger klug sind. Warum? Weil sie zum Beispiel erst einmal verschiedene Kühlmittel, die auch schon ein gewisses Treibhauspotenzial haben, aber auch natürlich einen CO2-Abdruck haben. Ich meine, Klimatisierung ist okay, aber wie mache ich das? Bei den mobilen Geräten. Also die mit dem Schlauch. Genau, Schlauch ist ein bisschen tricky. Aus dem einen Grund, weil eben die heiße Luft abgeführt wird. Das ist ja logisch, das war mit dem Schlauch. Und von daher ist es auch logisch oder folgerichtig, dass wenn es Geräte gibt, die das machen, und die gibt es gehäuft, das weiß man eben aus Bereichen, wo das halt öfter auftritt, dann erwärmt sich die Luft gerade in der Nacht noch zusätzlich, wenn es eh schon warm ist, noch zusätzlich um x Grad, weil in Abhängigkeit von wie viel der Klimaanlage gibt, erwärmt sich das halt. Das ist eine ganz logische Situation aufgrund dieser Geräte, die die heiße Luft nach außen abführen.
Das ist auch nichts Neues, ehrlich gesagt, kann man auch nachlesen. Und von daher braucht es eben, wenn man schon eine Klimaanlage hat, eine, die eben das nicht macht, beziehungsweise die auch nicht so viel Energie frisst. Ich meine, das würde jeder selber wissen. Wenn er dann auf seine Stromrechnung schaut, will er das vielleicht auch nicht haben. Absolut. Schon zum Abschluss, was sind die Sachen, die man aus Ihrer Sicht jetzt dringend machen sollte? Naja, das ein bisschen ernster nehmen. Und auch sagen, wenn mir das alles egal ist oder sage, ich bin ein super Typ und was soll das alles, dass man halt nicht nur an sich denkt. Das ist schon wichtig. Es gibt einen Solidaritätsgedanken und ich finde es ein bisschen respektlos, wenn man das auslässt. Wir sind eben viel und wir wollen doch gemeinsam in irgendeiner Weise da unser Leben ja, gemeinsam gestalten. Das sollte so sein, das ist ein frommer Wunsch, ich weiß, das ist mit der teilweise sehr egoistischen Gesellschaft, in der wir gelandet sind, nicht vereinbar. Aber viele Probleme wären einfacher zu lösen, wenn man gemeinsam da irgendwo auf den anderen schaut. Also da ein bisschen mehr ernster nehmen und auch ja, bei Hitze eben auch schauen, wie es den anderen geht. Das ist es eigentlich. Mehr ist es ja nicht. Und dass man halt ein paar Dinge macht, um auch das Klima zu schützen, ja, da wird einem auch nicht alles aus der Krone fallen. Eigentlich ein Appell, ein Mensch zu sein. Ja, simpel. Ja, gut zusammengefasst. Danke, Hans-Peter Hutter, für das Interview. Sehr gerne. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview gleich weiter. Bleiben Sie dran.